Ja, Leute, heute haben wir etwas ganz Besonderes und zwar, wir haben hier das neue Hauptset und wie immer, ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set, jedoch sehr viele und ich bin gespannt, was uns hier eben erwartet, wie der Name schon verraten lässt und zwar Darkwing Blast, es könnte sein, dass hier Blackwing Karten drin sind, also hier sind hier eben Schwarzflügel Karten drin, aber natürlich nicht nur, hier gibt es echt viel zu entdecken und ich will unbedingt ein bestimmtes Link-Monster ziehen. Vielleicht ziehen wir das, vielleicht auch nicht. Wir werden das Ganze eben sehen hier. Erstmal hier, also, ne, optisch schon mal sehr, sehr nice. Also ist auf jeden Fall sehr hübsch. Aber mal gucken, ne. Wie gesagt, ich will eigentlich sogar zwei Link-Monster ziehen. Aber wir werden sehen, was man am Ende zieht. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wir haben hier viele neue, wir haben hier neue Archetypes drin, wir haben Support-Karten, wir haben sehr gute Support-Karte, wir haben auch für Frühlings neue Karten, beziehungsweise halt jetzt auch endlich sozusagen das Boss-Monster. Ich bin gespannt, was wir eben ziehen werden. Naturia, ebenfalls hier, neuer Support drin. Markierte, ja, auch Markierte bekommt hier eben Support drin. Und ebenfalls Goti neue Karten, was natürlich auch sehr nice ist, weil Goti hat ja auch im letzten Set Support bekommen, jetzt hier dann auch, sehr, sehr nice. Und wie gesagt, Naturia hier ebenfalls eben drin und Tränenklage hat hier ebenfalls Support drin und Tränenklage bekommt hier auch ein neues Fusionsmonster, vielleicht ziehen wir das ja auch, würde ich mich drüber freuen, genauso wie Sprite ebenfalls hier Support bekommt und das ist auch eins der Link-Monster, was ich gerne ziehen wollen würde, jedoch nicht das Link-Monster schlechthin, denn es gibt ja ein sehr besonderes Link-Monster drin, ein Link-4-Monster und ich hoffe natürlich, dass wir das ziehen. Zum einen auch Runisch Support, wir sehen hier, Runisch bekommt ein neues Monster, ein neues Fusionsmonster, ist ja sehr wichtig, weil man hier beschwören kann. Und wir haben hier Marmut. Ebenfalls, wie gesagt, ich kenne nicht alle Karten hier drin. Bedeutet, es kann ja sein, durchaus, dass wir die eine oder andere Karte eben hier lesen müssen. Die Karte kannte ich jedoch schon. Amazonisch bekommt hier ebenfalls Support drin. Also ihr merkt, man hat hier wirklich einiges an neuen Support, eben für neuen Deckthemen. Ja, es ist, wie gesagt, ein neues Hauptset. Zusätzlich gibt es hier eben auch Blackwing. Bei Blackwing, beziehungsweise im Schwarzflügel, muss ich zu sagen, dass ich dazu echt viel Verbindung habe, weil ich einfach eben dieses Deck sehr gemocht habe, als es rauskam. Ja, von daher, vielleicht sehen wir ja auch da die eine oder andere Karte, vielleicht sogar das Covermonster. Hier erstmal Ninjutsu. Ja, es gibt hier neue Ninjas. Es gibt auch neues Fusionsmonster, eben für Ninjas explizit. Für die Ninjutsu-Karten, beziehungsweise eben für die Ninja-Karten. Wäre auch nice, wenn wir das Ganze ziehen könnten. Hier erstmal, Artwork erinnert doch sehr an eine andere Karte. Und unsere erste Ultra Rare. Und es ist für den Pendel-Archetype. Nice. Sehr cool. Lege ein Pendelmonster von der Deck in deine Pendelzone, falls sie gerade in der Spielfeldzone liegt. Spielfeldzone liegt. Du kannst diese Karte von der Friedhof verbannen. Das ist so cool. Ich mag ja, dass die mit den Field Spells so arbeiten. Ich mag das wirklich, dass sie mit den Field Spells arbeiten. Nudelwundertechnik. Okay, das ist für deine Hand die untere Karte deines Decks hinzu. Dann nimm eine Karte von deinem Deck, mische das Deck und lege jene Karte unter das Deck. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. So, wir können auch mal eben auf den Archetype eingehen. Es werden jetzt hier neue Level 7 Monster drin sein, die ebenfalls ein neues Exit-Monster bringen, was sehr mächtig werden kann. Und, bevor wir über den Archetype weiter reden, Frühlings. Frühlings, die Field Spell, die eben unser Boss-Monster rufen kann, um genau zu sein, Vera rufen kann. Und ich hoffe, Vera können wir auch ziehen. Amazonischer Tiger ist ja auch drin. Und, da kommt schon Feldsöldner. Ja, auch Feldsöldner bekommt hier Support drin. Auch sehr guten. Bei ihm weiß ich jetzt gar nicht, wie gut der ist für das Thema. Du kannst ihn kontrollieren und ein Monster eines Gegners kontrollieren. Zerstöre sie. Du kannst einfach unser Zutum bieten. Beschwöre einen Feldsöldner mit. Spezialbeschwörung von deiner Hand und deinem Friedhof. Schade, nicht Deck. Dieses Effekt, du kannst. Ja, okay. Ich sag so: Die Normal Summon ist besser. Schwarzvögel-Support, wie bereits ich gesagt habe. Und Drachen Pendel. Denn Leute, ja, hier ist wieder Pendel Support drin. Denn Ignister bekommt hier ebenfalls neue Pendelkarten, was auch sehr cool ist. Das sieht aus wie eine Kombination aus Flanderies und Blackwing.
Sehr interessant. jetzt Unterwälder. Sie Vagabund. Ja, why not? Hier Goti. Bambusschwert. Bambusschwert. Bambusschwerter. Oh. also Bambusschwerter. Es gibt inzwischen, glaube ich, zu viele Bambuskarten. Amazonis, Silberschnittmeisterin. Prinzessin Ninjutsu. Ich hoffe. Ja, es ist genau das Link-Monster, was ich wollte. Oh mein Gott, der Weltmeerdrache. Oh. Das ist. Er ist so hübsch. Er ist auch noch so hübsch. Ich wusste nicht, dass er so hübsch ist. Er ist so hübsch. So, Leute. Und ihr fragt euch jetzt alle, warum wolltest du diese Karte ziehen? Naja, sie ist Link 4. Klingt jetzt erstmal nicht besonders. Aber Beschwörungsbedingung ist ein Effektmonster. Das ist das allererste Link-Monster, was es euch ermöglicht zu beschwören, indem ihr ein Link 4-Monster weglegt und ihn halt einfach darüber beschwört. Heißt, ihr braucht keine weiteren Monster, sondern ihr beschwört einfach ein Link 4-Monster, zum Beispiel eine Appaloosa, nutzt ihren Effekt. In eurem Zug ist sie natürlich deutlich schwächer und dann sagt ihr Folgendes, und zwar, ich lege die Appaloosa weg und lege einfach ihn drüber, 2,5 ATK. Effekt kann situativ auch sehr nützlich sein, ist sehr interessant und wollte ich unbedingt ziehen und ich ziehe sie. Hui! Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich. Okay, ich bin happy. Also, ja, Leute, das war's mit dem Opening. Nein, wir machen natürlich weiter. Aber das freut mich wirklich sehr. Also, da bin ich wirklich happy drüber. Ich wollte halt unbedingt ziehen. Weil ich finde einfach den Ansatz gut. Und ich finde es auch gut, dass es ein Monster ist, was du halt in jedem Deckthema spielen kannst. Also es ist jetzt nicht so ein Schwarzflügelmonster einfach, sondern man kann es überall spielen. Finde ich sehr, sehr gut. Bedeutet also, das ist eine Karte, die, wenn man Platz hat, eben im Extra-Deck noch spielen kann. Und das finde ich eben sehr, sehr gut. Oh, Schwarzflügel. Hier eine Super Rare. Sieht sehr hübsch aus. Wie gesagt, Schwarzflügel, der neue Support. Empfängerstufe 4. Immer nice. Von daher nehmen wir mit. Und dann haben wir noch 4 Booster. Also es reicht, wie gesagt. Ich bin vollkommen zufrieden. Aber wir können jetzt eigentlich mal zurückgehen auf Ninjutsu. Ich habe gesagt, es gibt neue Ninja-Karten. Hier ist eine drin. Und zwar, falls ein Gegner eine Karte kontrolliert, du kannst bis zu ein Ninja-Monster und bis zu ein Ninjutsu-Zauber- und Fallenkarte setzen. Das Problem hierbei ist halt einfach, der Gegner braucht ein Monster. Entweder geben wir ihnen ein Monster, oder wir müssen halt warten. Ist halt die Downside, ist okay, würde ich sagen. Ist okay, aber mit dem neuen Support, generell macht sie ja dementsprechend plus 1, was natürlich sehr gut ist. Von daher passt das sehr gut für ein Deckthema. Wieder die Feedspiel für Frühling. Ich hoffe jetzt wirklich, nee, komm, wir wollen Vera ziehen. Wir wollen Vera ziehen. Also, ich will Vera ziehen. Oder natürlich, Leute, einer der Starlight Rares. Denn hier kann natürlich auch eine Starlight Rare drin sein. Und darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich habe noch nie eine Starlight Rare gezogen. Dementsprechend wäre das krass. Hier ist eine neue Sprite-Karte. Ist nicht, die ich wollte. Ich wollte halt gern das Link-Monster von Sprite ziehen. Aber, was noch nicht ist, kann auch werden. Dementsprechend Sprite auch. Oder von Tretenklage eben das Fusionsmonster. Wäre auch einfach super, wenn wir es holen. So, letztes Pack von der einen Hälfte. Und dann können wir vielleicht gleich nochmal wirklich auf eben den Archetype eingehen, den ich die ganze Zeit anteaser. Oh. Okay, das ist krass. Ändere so viele Monster auf dem Spielfeld wie möglich in die verdeckte Verteidigungsposition. Dann, falls ein Spieler ein oder mehr offene Monster kontrolliert, muss er alle offenen Monster, die er kontrolliert, auf den Friedhof legen. Oh. Das ist krass. Für die Leute, die nicht wissen, warum diese Karte so spielstark ist. Sie lässt den Gegner Karten auf den Friedhof legen. Sie sagt nämlich, falls ein Spieler ein oder mehr offene Monster kontrolliert, muss er alle offenen Monster auf den Friedhof legen. Das klingt jetzt sehr einfach und so, ja okay, dann macht er das halt, ob du das machst oder er machst, ist das ja egal. Nein, ist es nicht, denn gerade unberührte Monster davon sind davon dann leider betroffen, weil der Spieler sendet die Karte auf den Friedhof und eben nicht du. Dementsprechend funktioniert das Ganze nicht. Zusätzlich natürlich super Karte gegen Link-Monster. Also, krass. Sehr, sehr, mir fehlen die Worte. Okay. Ja, ich würde sagen, die erste Hälfte hatte es auf jeden Fall in sich. Wir haben schon 3 Ultra-Wears gezogen. Mal gucken. Ich bin gespannt, was unser nächstes Secret Rare auch sein wird. Ja, vielleicht ziehen wir noch Tränenklage. Vielleicht auch noch Sprite. Link-Monster.
Ich bin gespannt. Amazonisch. Schwarzflügel. Ich muss sagen, hier vom Artwork her erinnert das sehr an Gale, beziehungsweise eine Kombination aus Gale und den anderen, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Ist nur halt eben kein Empfänger, ne? Dementsprechend, Artwork ist ja nicht immer gleich Effekt oder ähnliches. Oh, Guti wieder. Wie gesagt, Guti bekommt hier Support drin. Ist aber, meiner nach, fehlt da immer noch etwas. Fisch allgemein, ein Archetype. Also nicht Fisch ist kein Archetype, Fisch ist ein Typ, aber ist etwas, was immer gerne Support bekommen kann. Von daher freue ich mich darüber immer. Warum auch nicht? Weiter geht's. Amazonisch und. Sorgenkatze. Artwork gefällt mir auch hier wieder sehr. Und ich muss sagen, Synchromonster, die wenig Stufen haben, sind immer interessant. Erst recht eben, wenn sie selber noch Empfänger sind. Denn sie können dementsprechend dann eben noch weiter benutzt werden für weitere Synchrobeschwörungen. Dementsprechend. Immer her damit. Immer her damit. Gerne mehr. Bringt ruhig mehr raus. Habe ich kein Problem mit. Weil natürlich, klar, hochsternige Monster sind so gesehen ja eigentlich stärker. Aber es ist eben interessant, dass man eben auch noch Alternative hat, eben mit zwei kleinen Monstern quasi. Also zwei kleinen Monster mache ich mit zwei Monstern, die halt wenig Stufen haben. Dann kann man da eben was machen. Schwarzflügel nochmal. Symbol des Wanderns. Artwork und Name. 10 von 10. An dieser Stelle. Mich wundert das gerade, dass ich noch gar keiner der... Habe ich das übersehen? Habe ich keine Panel-Monster gezogen? Habe ich bisher wirklich keine der Panel-Monster gezogen? Das ist ja interessant. Wir haben sie gezogen! Oh, die ist so süß! Die ist so süß, fragt Felsöldner. Oh, die ist so süß! Die ist so süß! Und sie ist gut! Und sie ist gut! Denn sie searcht einfach Zauber der Falle vom Deck. Die ist gut. Bei Normal- oder Spezialbeschwörung. Sehr gut und wichtig. Wichtig und richtig, denn was bringt dir das, wenn du das dann halt in Spezialbeschwörst und dann eben den Effekt nicht nutzen kannst? Super Support, gefällt mir. So, weiter. Und vielleicht, Schwarzflügel Wirbelwind. Neue permanente Zauberkarte. Wir haben ja schon gute für Schwarzflügel, von daher, warum nicht noch? Die nächste. Den Archetype, den ich vorhin meinte, ich habe ja gesagt, es gibt Archetype drin. Und zwar, das Exceed kann folgendes, und zwar, es kann Zonen blockieren. Wir kennen das ein bisschen von Ujamaa-König zum Beispiel. Ujamaa-König kann ja eben Monsterzonen blockieren, aber sie kann auch Zauber- und Fallenkarten blockieren, also Zonen. Das heißt, theoretisch kann der Gegner da nur noch 4 Zauber- und Fallenkarten spielen. Und wenn ihr es oft genug schafft, diesen Effekt zu nutzen, dann könnt ihr quasi das ganze Feld eben blockieren. Also nicht nur Zauber. Nicht nur Monster, sondern auch Zauber, was also sehr stark ist. Ich will... Die kenne ich nicht. Neue Karte. Alle auf ein Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, können bis zum Ende des Spielzugs weder als Tributangebot werden, noch als Material für Fusion, Exceed, Synchro, Linkbeschwörungen verwendet werden. Was? Alle auf ein Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert... Was? No way! Alle offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, können bis zur Endphase des Spielzugs weder als Tribut angeboten werden, noch als Material für eine Fusions-Synchro-Exit-Link-Beschwörung verwendet werden. Wait. Sehe ich da was? Exit-Synchro-Fusion-Link? Wie mächtig ist das? Nicht nur, dass das mächtig ist, das ist ja so mächtig. Das ist ja... Okay. Oh mein Gott. Das ist ja so... Leute, tut mir leid, ich muss das die ganze Zeit nochmal lesen. Bis zum Ende des Spielzugs. Weder zu denken, noch als Material für Fusionsbeschwörung, Linkbeschwörung, Win-Win. Die Karte ist gut. Klar, ne, Dimensionsbarriere und so. Mal abgesehen davon, dass Link da natürlich nicht mit eingeschlossen ist. Aber hier einfach kann es einfach theoretisch den kompletten Zug aufhalten. Stell dir einfach vor, Gegner extended so. Ganz viele Monster da. Und dann auf einmal plopp, flippst du die. Ist einfach eine Quick Spell. Es geht einfach eben im Zug eures Gegners. Was die Karte halt natürlich so gut macht, ne? Ist klar. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Ey,
Was ist das denn? Wir kriegen nicht nur eine gute eine gute Fallenkarte in diesem Set. Nein, wir kriegen auch eine gute Zauberkarte. Das ist... Okay. Gerne. Und da ist auch ein Pendelmonster. Ich habe doch gesagt, das ist eben Pendel. Drachenbezwinger. Sieht hübsch aus. Sieht sehr hübsch aus. Sieht wirklich hübsch aus. Wie gesagt, gibt eben neue Pendelmonster eben zu genau dem Thema. Genau, die kann searchen vom Deck. Also allgemein können halt sehr viele neue Supportkarten searchen. Ist daher dementsprechend halt natürlich auch sehr gut, weil ihr einfach eben dann eure passenden Karten suchen könnt, die ihr eben dann wollt bzw. braucht. Weiter geht's. Also, mir fehlen eh die Worte. Also, ich kann... Also... Okay. Markiertes Ungeheuer auch nochmal hier drin. Sofort und letztes. Letztes Booster. Aber ich bin eh schon... Oh, nochmal Frühlings! Wir haben nicht Vera gezogen, aber wir haben die Ente gezogen, die ebenfalls nicht schlecht ist. Was war aber hier nochmal? Du kannst ein Monster und eine Frühlingsin abwerfen. Ja, wie gesagt, es beschränkt dich halt eben wieder auf Erde, aber du kannst deine Hand ein Erde-Feenmonster von deinem Deck hinzufügen. Das heißt, sie sucht euch eben euer Bossmonster. Sehr, sehr cool. Sehr nett. So, kleiner Recap. Überblick. So, das ist... Also, das ist natürlich... Oh nein! Wo ist jetzt? Da. Okay, also das ist halt ganz klar meine Highlights, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Und ebenfalls sehr nett finde ich halt die. Oh, man sieht es nicht. Das ist natürlich praktisch, dass man das einfach nicht sieht. So. Ja. Wollte ich ziehen. Gute Falle, gute Zauberkarte, guter Support. Und eben für Frühlingsthema auch sehr gut. Leider haben wir eben dementsprechend jetzt nicht Vera gezogen, aber dann ist das halt so. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen Zauberkarte und der neuen Fallenkarte haltet. Ich bin überrascht und sehr zufrieden. Ich bedanke mich nochmal bei Konami, dass ich das Opening hier eben früher machen durfte. Und ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß beim Duellieren.